Andi Dirndl, fertig, los. Am 21. September startet das Oktoberfest und Frau muss sich neben dem Outfit so langsam aber sicher Gedanken um Make-up und Frisur machen. Schließlich muss auch das der bayerischen Tracht angepasst werden. Bei langer Mähne geht der Trend in diesem Jahr zum offenen Look. Wir haben uns überlegt, die Haare eher halb offen zu lassen, weil die ganzen Zöpfe, die kann man mittlerweile fast gar nicht mehr sehen. Also so zwei Zöpfe hier oder alles geflochten. Und ich bin hier nicht Heidi. Genau. Und ich finde, sie sieht ganz toll aus. Wir haben zwar hier die Seite ein bisschen geflochten, aber ganz dezent. Und sonst die Haare über den Lockenstab eingedreht, wie man so schön sieht. Ob mit oder ohne Hut, diese Frisur passt zu allen Dirndl-Variationen. Aber wie hält das Styling einen ganzen Wiesentag? Also auf jeden Fall sehr gut auftupieren und dann schön durchkämmen, drüber kämmen, mit Haarspray fixieren. Haltbarkeit, das ist auch das große Thema beim Make-up. Visagist Horst Kirchberger garantiert einen Look, der 14 Stunden hält, wenn man diese Tipps beachtet. Naja, wie ich gesagt habe, also einmal, wenn man als Basis eine selbstmattierende Foundation verwendet, ist es ganz wichtig. Dann das Zweite, dass man die nicht mit Schwamm oder mit Pinsel aufträgt, sondern mit den Fingern. Also dieses Arbeiten von Haut zu Haut sichert Haltbarkeit und gleichzeitig Mattigkeit. Ja, und wenn ich dann mit dem Rouge eben so wie hier sehr flächig arbeite, mit dem Lidschatten sehr flächig ausschattiere, dann kriege ich feine Übergänge, dann sieht die Frau wirklich perfekt aus. Knallige Farben oder Pastelltöne, so sehen die Trenddirndl in diesem Jahr aus. Und Achtung, nicht zu jeder Farbe passt das gleiche Make-up. Also einmal sind da die kräftigen Farben sehr in Rot, Grün, kräftig Blau wie bei Karin Webb. Oder eben die andere Seite, diese Cremefarben, diese Non-Colors. Wenn ich also mich so für einen Non-Color-Dirndl entscheide, dann würde ich schon mal mit einem kräftigen, farblich abgestimmten Mund zum Beispiel arbeiten. Lippe und Rouge dann immer aus der gleichen Farbfamilie und dann halt die Augen ein bisschen dezenter lassen. Die Schminke sitzt, der Wiesentag kann beginnen. Doch vorher muss noch die Dirndl-Tasche gepackt werden. Was muss mit? Ganz klarer Fall sind zwei Dinge. Also einmal ein leicht lippenfarbiger Lipgloss und unbedingt und vielleicht ein auf den Hautton abgestimmter Puder, wenn es denn wirklich sein sollte. Weil es wird ja auch getanzt, die Stimmung, wenn sich ein bisschen anheizt, dann kann es schon mal sein, dass man anfängt zu schwitzen. Echt? Dann mattiert man wieder ein bisschen runter, dann ist völlig okay. Damit kann dann wirklich nichts mehr schiefgehen. Wir wünschen viel Spaß auf dem Oktoberfest.